Liebe Grüne, wir müssen reden. Ihr habt in diesem Bundestagswahlkampf tatsächlich ein Plakat aufgehängt, auf dem inhaltlich was draufsteht. Wo es was, um was geht, wo sich die Leute drüber aufregen. Moment, ich hol's mal eben. Da ist es. Die Häuser denen, die drin wohnen. Ein alter Hausbesetzer-Slogan. Den kennt man vor allen Dingen in Kreuzberg. Altes Hausbesetzergebiet. Und in Kreuzberg hängt das Plakat jetzt auch, genauer gesagt im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, den bekanntlich Hans-Christian Ströbele, der Obergrüne, regiert. Also dieser Alte, ihr kennt den schon, der jetzt nicht mehr antreten will. Jetzt kommt Canan Bayram, die kennt man noch nicht so, aber die wurde schon mal in der Rigaer Straße gesehen, in der Nähe von besetzten Häusern. Uiuiuiuiui. Und jetzt hängt die so einen Slogan auf. Was macht ihr Grünen? Na? Ihr distanziert euch. Natürlich, ihr müsst sofort eine Klarstellung twittern. In der Klarstellung heißt es, das Plakat sei missverständlich. Da könnte man ja meinen, oh Gott, da werden Häuser enteignet. Also Eigentümer, ganz schlimm, ganz schlimm. Die Frage ist, was ist denn an diesem Slogan missverständlich? Nehmen wir mal an, das Gegenteil davon würde da draufstehen. Also die Häuser denen, die damit spekulieren. Also diesen Immobilieneigentümern aus, sagen wir mal, Baden-Württemberg mit der entsprechenden Kohle, die sich in Berlin die Mietshäuser unter den Nagel reißen und dann, okay, nehmen wir mal an, ihr würdet tatsächlich die Welt verändern wollen, so wie ihr das früher immer gemacht habt. Also stellt euch mal vor, ihr hättet einen Baustadtrat, der tatsächlich für die Mieter kämpft, der in eurer Partei wäre, der den Spekulanten die Häuser entreißt, indem er das scharfe Recht des Vorkaufsrechts nutzt und eins nach dem anderen im halben Dutzend denen die Häuser wegnimmt und sie den Mietern übergibt. Na, stimmt, das gibt's hier in Kreuzberg. Einen Grünen, der echte, reale Politik macht, der die Welt verändert, der nichts besser auf den Punkt bringen könnte als dieser Slogan hier. Die Häuser denen, die drin wohnen. Ja, da würden euch doch die Leute glatt für wählen. Also das sollte euch zu denken geben. Und was macht ihr stattdessen? Ihr streitet euch um eure liebe Kandidatin Canan Bayram, die den Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg holen will. Stand heute in der Zeitung, also Entschuldigung, nicht in der Taz, sondern in der Berliner Zeitung, muss man zugeben, dass ihr euch intern auf Facebook streitet. Da gibt es einen Volker Ratzmann, der war mal Spitzenkandidat von den Grünen hier in Berlin, musste dann nach Baden-Württemberg auswandern. Also der schreibt, die Canan Bayram, die ist doch unwählbar. Und vor allen Dingen, also nicht nur wegen ihren Positionen, wenn die reinkommt in den Bundestag, dann kommt vielleicht Renate Künast nicht rein. Und ach, das ist doch richtig schlimm. Ja, toll. Ihr streitet euch wieder. So richtig ohne Schienbeinschoner, mit Leidenschaft, mit Inbrunst, mit so richtig unter der Gürtellinie. Und wisst ihr was? Was Besseres könnte euch gar nicht passieren. Denn dafür steht ihr doch. Für Streit, für Leidenschaft, für Debatte. Und dafür werdet ihr gewählt. Also zumindest in Kreuzberg, da wo ihr noch also grün seid, so wie der Ströbele, der bekanntlich diesen Wahlkreis als einziger Grüner überhaupt irgendwann mal gewonnen hat. Und wisst ihr wie? Ja, erinnert ihr euch noch damals, weil ihr ihn als Partei nicht mehr haben wollt, da ist er als Einzelkämpfer so ein bisschen auch gegen die Grünen und so weiter. Das ist euer Problem, liebe Grüne. Ihr braucht mehr Widerborstigkeit. Ne? Macht ihr schon. Und bis dahin gibt's eine Torte.